und sie leben sie. Die ganze Woche lebt er in Riga. Und sie lebt dort. Ja, und Freitagabend, Schabes, Sonntag lebt er dort. Da fallen sie sich sehr gut. Ja. Unterschied. Die litwische Emigration, das ist eine große Emigration. Litwiner. Da, da, in ja, in Kanada, da sind noch zwei. Die entlassen mit 44? Nein, das ist schon für jene Zeit. Das ist schon von jener Zeit. Oi, это не так закрыто, тут это не красиво. Ja, Meir. But it's not nice here, she said. I live it open. Says in order. Er darf der Licht und er guckt nicht auf den. Wir haben sehr wenig Zeit. Aber wir hatten nichts. Entschuldigung. Nein, ich weiß, aber da fahr mir nicht, wenn der Tier soll sein, als er soll sein. Nee, das ist doch kein Schäden. Da geht es nicht. Alles Schäden. Für sie ist alles Schäden. Kein Problem, alles gut. Ja, ja. Die Tiere sind herunternehmen, was sie. Sie haben, sie sind gewesen. Sie sind schon sehr amerikanisiert. Sie leben schon dort mehr als 100 Jahre. Und sie haben einen anderen Hintergrund. Sie sind gelaufen, es ist eine ökonomische Emigration von 19. Jahrhundert. Das ist ganz anders. Die lettische Emigration ist eine politische Emigration. Das ist eine Emigration von Kollaborationisten. Aber du hast dich echt von Kollaborationisten. Nicht, dass ich sie dominieren nicht. Ja, in sehr eigenen Gemeinden. Dort, in Amerika, in Kanada, dominieren sie nicht. Und da ist auch die Einzige, was in ihm dann laufen geworden. Was, und für sie ist es überhaupt. Sie haben kein. Was nennt sie? Sie haben zwei große Enzyklopädien herausgegeben: die Emigration, die lettische Emigration. Ja, Jidi, Iden, da, ja, Geschichte, See. Von Holocaust, dort zwei Strotschke, zwei Zeilen. Aber die Deutschen haben alle Iden. Schmeckel. Ja, nun, ich kann noch reden. Aber die Deutschen haben alle Iden verhaftet. Dass sie nicht der Mist wird, ist das sehr gut. Noch Kaffee vielleicht? Der Meer hat er geschrieben genug. Ja, wir sehen. Ja, und hat sie. Aber es ist vielleicht schon nicht so heiß sein. Die Tiere doch schon. Und was ist mit sie passiert, das ist unbekannt. Was ist mit sie passiert, ist unbekannt. Das ist doch ein schlechter Witz. Es ist ein tragischer, ein dramatischer Witz. Sehr ähnlich haben wir aber das ist in der Literatur und Zeitung auf Englisch ja? In Chicago. Ne? Sehr ähnlich, noch ja? Ärger. Also, ihr wisst nicht, was ist passiert. Das stimmt, das ist eine Haltung. Ihr sagt doch dem MS in der Kommission, wie beziehen Sie sich zu euch und eurer Stellung? Eure Kollegen in der Higa-Kommission. Sie meinen, ich habe schon lange genug gelebt. Ich bin 83 Jahre, es ist eine Zeit, dass ich so verstummen auf alle Jahre. Mit 120 Jahren sehr Jakapore. Was bis heute haben Sie sich bezeugen zu euch und zu eurer Stellung? Was heißt bezeugen? Sie haben mir gegeben den größten Orden. Ja. Sie haben mir jetzt gegeben den Doktor Honoris Causa. Ich habe gesagt, ich bete das nicht. Ich habe es nicht nötig. Ich habe es von euch. Von euch habe ich es nicht nötig. Aber nein, sie haben sich nicht so ruhig gelassen und hinter meinen Rücken und alles. Jetzt komme ich, jetzt hat man offiziell gemeldet, dass ja, ich den Titel bin ich nicht gekommen. Aber eure wer? Warte ein bisschen. Jetzt bin ich nicht gekommen. Jetzt sagen sie, also ich muss kommen noch ein Diplom. Ja. Nur wie gewöhnlich mit Blumen, mit Maises, mit ja, noch eine Drosche von Vorsitzenden von Akademie von Wissenschaften. Also er hat das schon geschrieben, er hat sich ein Bücher aber sein größter, allerbeste Eigenschaft ist, als er ist gewesen, Mehrens. Umehren nicht. Das ist. Nicht kein Radikaler. Was ist kein umgekehrt. Das haben wir gesagt. Nazi, du hast den Titel, was ich habe. Mit 83 Jahren könnte ich mein Leben, habe ich einen Donnisch nötig. Und benehm sich auch gut.
benimmt sich gut. Also wenn es bei mir nicht erwähnt wird. Als ich habe gesehen, und in guten Mut, also das, was wir schreiben und das, was wir tun, das ist doch gar nicht schlimm. Und ich bin ein alter Museumsarbeiter geworden. Ich bin ein alter Museumsarbeiter. Was für ein Schock. Das ist doch ein kleiner Museum, das ist doch ein Privatmuseum. Okay. Mehr als 10.000 Besucher. Es kommen auch sehr schöne Deutschen. Ja. Und die Deutschen für meine Verdienste, auf Yiddisch, ja. Das ist ein deutsches Wort, Verdienste. Von Popularisierung, von Aufdeckung, von Holocaust, haben sie mir gegeben, dem. Bundesverdienstkreuz am Bande. Bundesverdienstkreuz ist es. Ich habe lange nicht gewusst, was ist der Bändele? Bundesverdienstkreuz ist ein Zatzke, sehr schöne Zatzke. Aber der Bande, der Bändele, das ist noch besonders gut. Da soll es bleiben mit seinen Bändern, mit alles und anderen. Das können Schrein in Lettland nicht als er wegmachen. Versteht? Jetzt haben sie nicht die Gute, im Jüdischen Museum. Haben Sie gar nicht. So weiter von der Welt. Von der Welt, wie, was kommen, denkt man ja, wir haben doch ein jüdisches Museum. Aber eure Meinungen wegen Holocaust und wegen Anteil von den Kollaboratoren, der Lokale, der Hige, der Ortige, wie ihr seht, haben Sie das eingeflochten in sehr Maskones, Resolutions, Bestimmungen. Ja, jetzt könnt ihr. Straume, was ich gewinnt, der Speaker von ihr. Hat er eine Familie. Hat er sich gegeben. Ein Bierhalle jetzt? Ja, jetzt offiziellen Buch. Offiziellen Buch von der Fraktion von den Nationalisten. Das ist nicht nur, das ist super. Das ist. Die Rechte, ne? Ja, alle Rechte. Von allen sind die Rechte. Aber das ist was. Patricia Potropasowska, der MS vom Zweiten Weltkrieg. Ja, also es ist ein großes Unglück, als Letten haben Anteil genommen in die Verbrechen, was haben organisiert die Deutschen. Und es haben sie gefunden, lettische Menschen, was haben konvoiert, das passt auf, konvoiert zu dem Ocken, wo man hat, der Argentinien. Das ist, hat mich ein Heidmeis gezwungen, man kann schon nicht sagen, es ist gar nicht gewesen. Nur jetzt sind sie gar Mörders zweiter Klasse. Sie haben nicht allein gemacht, sie haben noch. Nebach. Sie sind nebach gestanden dabei. Nur, lassen wir sagen, am Mittwochen in dem Unterleben. Was es ist angeschrieben, das kann ich schon nicht ausmachen. Aber die Kommission wird haben. Beschuttfestige gemeinsame Resolutions, was sie stimmt, was alle sind einstimmen? Nein, nein. Also Antisemitismus. Nur das sage ich. Als man kennt, als man jetzt, das habe ich jeden Tag, es ist ihr kennt mich nicht mehr. Ich habe gewesen, ich bin sehr, ich habe einen hohen Blutdruck und ich bin nicht ganz gesund. Und so weiter, ja. Als Professor Feldmann, das ist der Zuständige für die Geschichte vom Zweiten Weltkrieg, macht den Vorschlag, die Struktur, wie wir werden strukturieren, die Geschichte vom Zweiten Weltkrieg. Ich dachte, lettische, was ich gerade schon gewöhnt, ausgetragene Meise, lettischer Widerstand und lettische Opfer und alles, was ihr wollt. Kein Holocaust ist in Struktur von der Geschichte Lettlands im Zweiten Weltkrieg, ist nicht da. Ich habe gemacht einen gestern Skandal, als nicht da die Tragödie von der sowjetischen Pläne, von den Kriegsgefangenen. Ah, du willst die Kriegsgefangenen? Ich habe geschrieben ein Buch davon, in sowjetischer Zeit. Ah, du willst die Kriegsgefangenen? Nazi wird wohl sein, die Kriegsgefangenen. Aber die Iden wirst du schön bei mir mit Bildern. Ich verstehe, was ist das für ein
was heißt, wir kommen jeden Tag und wir machen Shake Hands und ja, was heißt? Sie seien doch ein bisschen junge Letten, ja, was interessieren uns doch in dem ganzen MS und Laken in Gorn, also wie unser Rutter in Litten. Was suchen denn MS, ja? In Deutschland? Ja, ja, mit Meller, vernehmt sich bitte, das aber ist schon. Ist er nicht einer, das ist doch eine Sache. Einer, der war schon wie Rutter, wo ja, schreibt man die Tatsächen und dem ganzen MS. Erglis, sind das Erglis? Ja. No, was hat er geschrieben, Erglis? Er hat geschrieben, damit du sie Jekabils. Uldis Lassmann ist. Uldis Lassmann ist nicht das. No, aber er schreibt all das Ding. Ja, no, Uldis Lassmann ist nicht von Herzen. Das ist eine Kombination ausgedacht. Er hat Sachen kennen. Ich habe es auch nicht mehr erzählt. Er hat gemeint, wir kennen ihn vorschlagen zu Triesweisen. Er ist gekommen zu mir in die Stube und sagt, er hat doch eine Versuchung geschrieben. Er hat sehr gut gemacht. Verwurschtet. Verwurschtet kennt er nicht, wenn man sieht. Die Vorschlag nehmen sie bei den Meisten Orden. Das ist ein guter Witz. Ja. Das ist ein Mensch, der Erlis ist ein Mensch, ein sehr emotioneller, ein tief religiöser Mensch. Das ist es doch. Das ist es doch. Es ist doch der ethische. Was ist mir gut? Das ist christliche, sehr religiöse. Und das ist die, aber das ist. Ihr Dissertation hat ja getan, sehr Sachschaden im professionellen Leben. Doch. Was hat sie geschrieben? Wegen Holocaust in Einstädtel in Jürgen. Und geschrieben dem Porsche, für alle Fakten. Ja. Und zum Sof hat sie noch gehabt, die Chutzpe zuzugeben, ein Regime von der Rotschen. Das wird nicht verstanden. Ein Regime, eine Liste von den Mördern. Eine Liste von den Mördern hat sie zugegeben zum Sof in dem Städtel. Ja, das überlassen wir nicht. Ja. Man versteht es, aber weiß ich, dass sie nicht etwas auf Porsche, Kurim, was die Deutschen gezwungen. Ja. Dort gefällt mir ein echtes Mettene von der Intelligenz. Und das sind solche Sachen, so ins Urteils hat geschrieben. Mhm. Ihr versteht, die Hauptsache, was ist passiert, was die Historiker ist, sie nehmen die Sachen vom KGB. Die müssen das Hocker noch ein bisschen. Nein, ich kann nur machen die Tür, weil wir hören dort. Vorschritt, er soll sich hören, klar die Stimme. Gut. Kein anderer Interesse. Ihr darf verstehen eine Sache. Es kommt ein Goy und er nimmt die Sache vom KGB. Is beschreibt er? Was beschreibt er? Wer gewann hat Kommandement? Von wann hat gekrogen die Anweisung? Ja. Danach, wie man hat geschossen? Alles ist Ding. Danach, wie man hat zuteilt die Jerusche von den Jiden? Das ist echt gewann. Und sie beschreiben all das Ding, danach schreiben sie, wie viel wird man geschmischt, wie viel Jahr hat man gegeben. Danach im 56. Jahr hat man befreit und dann sie weiter und dann sie weiter. Kommt heraus, als ist sie da in der ganzen Arbeit auf 30, 40 Seiten, ich da merkst etliche Schules, wie sie gewähnen Iden, die Iden hatten genommen, mir haben sie gebracht und erhärtet. Und ich sehe nicht da. All das Ding schreibt man von all das Ding, aber wegen der Iden ist ein paar Schules und alles. Mir sind erhärtet. Alles. Ja. Nur der jüdische Autor. Ja. Nur wie Josef Ratschko, ja. Wie Schneider, nicht Schneider, von Jörg Hashem. Schneier. Ja. Derselbe Keremes. Jeder, Goethe hat gesagt, zwei Menschen machen dasselbe und zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe. Ja. Also Goethe. Ja. Dieselbe gesagt, Urteil, das ist vom Bosker Museum, hat genommen als Material, wo man gehärtet die. Ja? Und er beschreibt es. Ich habe genommen demselben Material. Wie ich es noch genommen am Material beschreibt. Sie haben gefunden, als dort die Gewinner vor Deutschen. Ja. Und das ist der Zimmers. Der Icke.
Riga, ja. Ich hab gewendert Deutsch, nicht gewendert Deutsch. Mir interessiert nicht. Mir interessiert, wie man erschossen geht. Es kommt heraus, als wir schreiben von einem Material dieselbe Sache. Die Jeden seien gehärtet. Wie man gehärtet, was sind gehärtet. Und ich kann sagen, ist er, was ich schreibe, heint, schreibe ich nicht von keinem Mörder. Und ich kann sagen, von was? Ich habe gelernt, das, was sie schreiben. Ist was kommt mir bei mir raus? Und Ulis Lassmann ist, hat genommen eine große Gegend und in jedem kleinen Haus, jede jüdische Stiebel hat er alles beschrieben, wie haben sie gelebt und wie haben sie sich gehalten. Und das geht bei mir nicht durch. Was bleibt bei mir in den Korn? Bei mir in den Korn bleibt Baldmannis. Da ist gekommen Baldmannis, er hat erschossen. Baldmannis hat gesagt, damit dort fahren wir morgen und schießen dort. Baldmannis hat ja lieber geführt daher und Baldmannis ist gekommen nachher. Und was bleibt bei mir in den Korn? Baldmannis. Hab ich es nötig? Die Jiden haben nötig. Wir haben doch nötig die Jiden. Und nicht den Baldmannis. Und das ist meine Meinung. Der Fall, das, was ich schreibe heute, schreibe ich wegen die Jiden. Wie sie haben gelebt und wie sie sein umgehen. Was haben sie gehabt? Was haben sie gehabt mit den Kindern? Wie ist es gegangen, das Leben? Und wie man sie erhärtet. Wer hat sie erhärtet? Das schreibe ich nicht. Ist in dort wie auf jüdischen Beschäle mit Schmerli, hatten immer, ich weiß nicht, wie man sagt es auf jüdisch, wird von dort genommen und da beerdigt. Immer beerdigt, wie man kann es sagen, auf jüdisch tut das nicht. Begraben, sie haben nicht begraben, sie haben beerdigt. Beerdigt die Doppeler Iden. Was haben sie umgeschrieben auf dem Käfer? Also das ist für die Doppeler, die Iden von der Stadt Doppeler, wo sein von den Faschisten und seiner Helfer ermordet und erschossen. Und schreiben sie zu, ich weiß nicht, das ist gewesen auf Jiddisch und auf Ivrit ist gewesen, als Gott soll ausstreichen, seine Namen von sie kommen. Versteht ihr? Und das will ich. Ab weg von den Namen, was die haben geschossen. Von sie kommen. Wir sollen sie nicht ermahnen. Und sollen bleiben Männer, die Jiden. Efter tue ich falsch. Ich weiß nicht. Aber also mache ich. Ja, jetzt lass mir so ein Wort. Ja. Wir haben geschrieben, dass du die Präsidentin hast. Ihr ist also sehr wichtig, die Meinung von der Welt. Und sie hat bestellt bei der Historischen Kommission Lettland im 20. Jahrhundert. Das ist eine große Geschichte, ja. Unheil von der lettischen Nationalbewegung und dem Ersten Milchome und der Ersten Republik und so weiter und so weiter. Der Kapitel, der Possig von Holocaust, ist der allerkleinste. Und er hebt sich um mit den Wörtern, die schrieben Sonder. Sonder haben sie zugelassen. Hebt sich um. Der Krieg hat sich umgehoben an See. Und von ersten jetzt hat sich zu. Von ersten Tag, noch viermal dienen, noch ersten Tag von der Okkupation, hat die Macht übernommen der SD. Sicherheitsdienst. Wie weißt du, was es ist, SD? Das ist doch absolut nicht besgrammelt. Das ist doch absolut Nonsens. Aber wir wissen, als in Oktober, es gibt doch in welche Dokumenten, es gibt doch die Stahlecker Berichte, es gibt die Einzelmeldungen von jedem Tag, wenn sie haben gegründet Institutionen. Ja. Das ist konzeptuell. Für alles, was jetzt passiert, ist verantwortlich der SD. Und nachdem das Thema arbeiten, oder willen arbeiten unsere Historiker, was ich überredet,
zu arbeiten zu dem Thema. Jetzt hat Urtan sie Lupe gegeben. Schreibt er so, das ist, ist sie gewesen, ein deutscher General. Ich schreibe alle Rezensien. Alle, was schreibt, geht aus meinen Rezensien. Schreibe ich ihm, Herr Sachein, Eiger, General, man kann doch heute noch prüfen, was ist das gewesen für eine Einheit, für eine Division. Ein General, das ist nicht kein Regiment, das ist eine Division. Lieber Kuch, was ist es gewesen für eine Division? Unser Eiger hat gesagt, ich weiß schon, ich weiß nicht, dem Nummer. Weißt du, ich hab den ganzen Spießer, also Devise ist auf dem lettischen Territorium gewesen. Ob es nicht gewesen ist, keine Devise, kann kein General nicht gekannt sein und hat nicht gekannt, kein Befehl. Versteht ihr, das ist wir haben, ja, wir sind ein bisschen schuldig, nur man hat uns gezwungen. Das ist ja Konzeption, das ist eine sehr schlechte Konzeption, das ist eine sehr. Symptomatisch. Ist mit was kann der Präsident helfen, dem Image von Latvia über der Welt, wie sie will, mit solchen Nonsens, wie ihr sagt, wenn ihr kommt? Hat sie zurückgegeben. Ich kann den Sigaretten gedruckt. Hat sie, ist gewesen eine sehr starke Indiener. Mhm. Ist gewesen eine sehr starke Kritik. Und wir haben mit Sunda, ich kann ihn doch nicht echt kompromittieren, er ist der Ätzelsgeber vom Präsident zu den Fragen von Historie. Kann ich echt nicht offen gehen. Doch mein Herz ist einer, das ist doch ein viel Ätzelgeil, das ist amerikanischer Historiker, ein lettisch-amerikanischer. Schreibt nicht solche Sachen, was ihr schreibt. Die zweite Aufgabe, die überarbeitete Aufgabe, ich gucke an die andere, ich schreibe auf dem Kapitel, dieselbe Sache. Ja. Das ist unser Präsident, unser Bayer, Witte Freiberger, ja. Das ist echt ihre, das ist ihre Konzeption. Sie hat es nötig, der lettische Volk gewesen, Opfer. Das ist ein Konzept. Wir denken, mit diesem Konzept sie können sie gehen in Europa. Er hat Heinz jetzt den größten Posten im Europaparlament. Ja, jetzt. Und es ist sehr traurig. Der Fall ist wichtig als ein Museum. Gibt man Dokumenten. Sie sagen, in LYVA haben doch SD geschossen, ja, die Aktie hat angeführt von SD, die Mörder sind gewesen, der 21. lettische Polizeibataillon. Die Sowjets haben gemacht am Mischbett, 5 Menschen hat man zu Tode für den Mischbett. Man sagt überall jetzt, man darf haben einen Prozess, es ist gewesen ein Mörderprozess und ein paar Sachen. Ich sage gar nicht. Die Fotografie von der Erschießung von den jüdischen Frauen ist gegeben am 15. und 16. Dezember 1941 und dann eine Dankesage im Tagesbefehl. Ihr redet Deutsch. Ja, im Tagesbefehl. Der Befehl, im Tagesbefehl von 17. Dezember 1941 gesagt. Als alle Männer haben Anteil genommen an dieser schweren Aktion. Ein Dank, ein großen Dank sei. Und ungeschrieben, wenn man sagt um den Dank, eine Sache und eine solche, und dem 21. Bataillon. Ich habe gar nicht nötig. Gesagt, dass es ein Unschuldig, dass es ein Opfer. Ich kann sagen, was ihr wollt. Es kommen Menschen, es kommen Ausländer, es kommen hauptsächlich Deutsche. Ja. Die Deutschen sind sehr verinteressiert, sehr unobjektiv verinteressiert. Abzuschieben, ein gewisser Teil von der Schuld auf die Litwiner, auf die Letten, auf die Esten. Das könnt ihr jetzt sehen, ein neues Buch, die Endlösung in Riga. Das sind die allermeisten, eine riesige Forschung. 800 Seiten, nur wie ich ein Gecke schreibe. Ja. Ihr wisst, was ist Gecke, das wisst ihr, ja. Ist
alles, was es gewesen in der Welt, amerikanische, deutsche, ich weiß welche, alle absolut. Mascheronikaiter. Ja, ja. Und Mascheronikaiter, как раз и нет. Кто, Петра Клайна? Ja. Есть. Упомянуто только. Внизу? Да. Ну, это же так же сильно, что Ленин это делает. И die Tendenz, die schrecklichen lettischen Mordbuben, das ist ein schrecklicher Mörder, Sadist, Mordbube, das ist ein Sadist, ja, haben getan das und das und das in der Nacht vom ersten Tag von der Okkupation. Die Deutschen sind gekommen in Riga ungefähr um Mittagszeit, ja, das sind zwei. Welcher Tag? 1. Juli. 1. Juli 41. Und ich so, wir wissen, der Tat von Lieber Schäfer, ich weiß, mein Cousin, in der ersten Nacht. Und die deutsche Okkupation hat noch gar nicht gehabt, nicht keine Institutionen, gar nicht. Nicht. Sie haben viele nicht geschickt, keine militärischen Patrouille. Weil die Stadt ist voll gewesen mit bewaffneten lettischen Freiwilligen. Die sind die erste Nacht, hat sich schon angeheben, die jiddische Tragödie ist, ja. Doch, die vier durchleiten die. Durchleiten, ja, so werden die auch, ja. Weiß ich, wie ja, ja, nur das gewesen, ja, ein Teil gewesen, Kriminelle. Es hat so gewaltet, überall Waffen, und jeder hat gemacht, und legen sich ein Bändele, oder ja, Bitterbänder, ja, jeder hat gekannt, fragen, und sie hast du die Bändele, sie hast du nicht die Bändele. Hast du Dokumente oder nicht, das steht mit okay. Edelgel, der amerikanische lettische Historiker, was war der erste in die lettische Diaspora, geschrieben in dem Buch der Holocaust, der Holocaust in Lettland. Ja, sagt, nein, den ersten nicht, nur den zweiten haben die Letten angeheben. Also, sie haben angeheben den, also der Stab von Staliker hat sich schon etabliert in Riga, ist alles ist es konzeptuell. Wer hat gesagt, dem ersten Mal, dem Alf, dem im ersten Wort. Wer hat ungeheben? Nur es ist, ich darf ja sagen, es ist, ich dachte, ich habe sehr viel Jorn und sehr viel Energie und sehr viel Nerven reingelegt. Nun, also ich wollte dort nicht ungeheben, war gar nicht gewesen. Und wir haben da im Museum ungeheben ganz andere Taktik. Man kann dieselbe Sache sagen anders. Man kann sagen, also es, man kann den Menschen nicht zwingen zu werden Mörder. Wer es will nicht, der kann sein geretten, geraten werden. Und das Hauptthema, was ich habe, was ich schreibe jetzt eher, ja, ist die, wie sagt man das auf Jiddisch, Präderbibel, no? Gegenwirkung, die Gegenwirkung zum Holocaust. Als der jiddische Widerstand gewesen möglich, nur inwieweit die lettische, die arische, sind gewesen bereit zu helfen. Die Elite sind etwas anders gewesen. Das gewesen gleich ein Partisanenbewegung. Deutsch bis drei und vier, ich bin dreimal entlaufen, versucht zu entlaufen vom Lager, gar nicht. Das war nicht da. 1944, wenn ich bin entlaufen, ist schon gewesen eine Partisanenbewegung in Kurland. Ja? Ich bin entlaufen 42 und mit Lauf 43 und noch einmal. Und wo das da leben? Wir sind der Erste im Baltikum und in Europa, mit der Plötzchen, der einzige Meluche, was hat aufgestellt, ein Mercedes, ein Denkmal. Ein Denkmal für die Retter. Und das ist symptomatisch. Wir haben doch getracht, wir sind doch noch alte Jiden, und wir haben doch getracht, nur das ist ein Gest von jiddischer Hand. Wir reichen die Hand. Aber die lettische, nicht nur der Minister und war ein bisschen Freiberger, no, aber die Gesellschaft, jetzt sagen, ja, ja, wir finden heute einen Weg zur Verständigung. Man hat es gar nicht erwähnt, man hat es gar nicht erwähnt. In Zeitung ist es in kleine, ganz kleine Petitbuchstaben. Petitbuchstaben. Weil es sie gewähnt, die prominenten Personen, Präsidenten, Fabriks und so weiter und so weiter. Und gedacht der Mond.
Nein, auf jeden Moment, man, in Chronik, wir machen mit solchen Buchstaben, wir machen mit Petit, ja, ganz kleinige Buchstaben. Ja, ist es, ja, es ist eine Sache. Ja. Was ist deine Meinung? Bei uns da ist ein Plan in Litte, wir, sie geben sehr eine Sache, Jisker-Bücher. Aber sie geben in den 50er, 60er Jahren oftmals nicht sehr professionell über gewisse Städte. Ja? Ich von Lettland habe mir auch gesagt, Jisker-Bücher ist in Tel Aviv, in New York, in London, über die ganze Welt. In Kemat jeden von sie ist da Memoiren in den frischen Jahren von Sikoren, von winzig Leben geblieben bei den Gräber. Im Ghetto, das ist die, was haben gesehen, den ganzen Tag. Und dort stellt sich der Horkapoja, wenn unsere Studenten und Fremde und Christen lehnen die Dossike Edisten. Nur was? Erstens seien sie auf Jiddisch oder Hebräisch, wir sind Teil auf Jiddisch, wir können sie nicht lehnen. Zweitens seien die Bichagufe nicht zum Bakumen, sondern geworden sehr selten. Trachten wir zu machen eine Anthologie, übergesetzt auf Englisch und dann noch auf Litwisch. Und es wird auch schon interessant, dass in seiner Schutfis das zu machen, für die lettische Städtlach Eich, für die, für welche sie da Jisker-Bücher, mit Edis von jedem Leben gebliebenen, von die, was sie haben geschrieben, gleich nach dem. Und sind doch nicht auch ein übrig gebliebenen, Leben gebliebenen von die Aktien in der Provinz. Einmal da einer. Ihr versteht doch das, was man schreibt jetzt und was schreibt Schneier. Das ist, ich habe das schon wieder eine Schach, eine Grieße, eine Masse von. Aber geht ja gut, was das ist. Das ist nicht Primäre. Eides. Das sind nicht Menschen, die sind dort gewesen haben, das gesehen. Sie sind zurückgekommen von Russland. Nein, aber in Jisker-Bücher ist doch von so 40er Jahren Leben geblieben, nicht von den heutigen Wissenschaftlern, noch von damaligen Poschetinen, die sich erwähnt haben, schreiben, als was sie haben gedacht. Das ist nur von den Gräßen Ghettos. Nein, in Litte ist das eine Sache. Nein, von Litte weiß ich doch, ja. Sie war schon von den, also in Svenzian, hat man da schon 8.500 Juden. In Oktober 41. Jahr und von 8.000 haben sie gerade über Defscher 4.5 hat eine aufgeschrieben. Alle Protein. Ja. In der letzten. Oder in. Aber wir haben doch nicht das selche. Wir sind geblieben von Grub. Emelzer ist durchgegangen. Lova Udem ist von Graf. Aber das ist von einem Ferdicken Dorf. Luban ist von Wilan. Emetzer ist durchgegangen. Sie ist da bei einer Sammlung von allen Jisker-Büchern von lettischen Städtlern. Nein. Also, eben so viele eine tolle Sammlung, können wir nicht sagen, dass Emetzer hat sich durchgeackert. Veredet, was er in Heim unbewusst vergessen. Wo ist es gewesen, was ist es gedruckt? Alles. Das alles haben wir, das alles wissen wir. Aber es ist praktisch, da kann ich nicht gedruckt. Es gibt also eine Organisation SIG, ihr wisst das nicht. Mhm. Ja. Und das sind doch, was sie schreiben, das sind doch also nicht ernst, das sind doch also nicht wissenschaftlich. Also, sie schreiben, als im Juni 1941, also angeheben, die jüdische Tragödie, das sind noch gewesen, also die sowjetische Last, also die sowjetische Regierung. Macht, ja, noch gewesen. Ich will doch nicht was zu reden. Also in Limbaje, in Deutsch ist es Lemsal, Jüdisch wegen nicht so, Lemsal, ja. Und man angeheben zu Hargen, die ihnen im Juni, was sind noch gestanden, die sowjetische Armee, das ist doch, sie haben sich ein bisschen verschrieben, nicht in Juni, aber im Juli. Ja. Aber unsere lettische Chaverim, unsere Kollegen. Haben sie schon gehabt? Oder? Ja, nun, was redet das denn doch? Du eben sei sehr primitiv, macht doch es in der größten Dekamayer auf der Welt keinen Schumeindruck, weil sie schreiben mal selber Narrischkeiten. Ja, nun, das ist sehr schlecht. Man schreibt verschiedene Narrischkeiten. Und das verschreibt unser ernster Kollege von. Von Yad Vashem, er hat eine Autorität, er hat eine Schalbücher, er schreibt von Sekundäre. Ich verstehe, das, was ihm gekommen ist, zurückgekommen, was man hat so erzählt, dann geht es nicht jeder, wo er gesagt hat, ja, nicht ich habe es gemacht, aber der Schochen, ja, der hat das und das gemacht. Das ist der Unglück. Wir haben doch wichtig von Menschen, was haben das, was sind entlaufen von Grub. Mentalität? Nein, nein, no, das ist das andere, das ist in Riga, das ist ganz anders, von Rombol, von der Grecia. Aber wenn wir reden von den kleinen Städtlern,
Ja, aber Udim ist auch weggefahren, hat nicht gewählt, aber er ist weggefahren und gestorben in Leningrad, hat gar nicht geschrieben. Ja, er schrieb, die Litwinen schreiben Aschach. Er war da gewesen. Aber sie sind noch im Herzen gebracht von Wilne und von Kaunas einige Tausend. Denn wenn man hat dort erschossen, viel zu viele jüdische Männer, was man nötig hat, von der Arbeit hat man gebracht, im Januar 1942 in Arbeitslager, das ist, das ist von den 30.000 Juden von jüdischen Ghetto, ist übrig geblieben 4.500 Männer. Das ist gewesen zu wenig, hat man gebracht von Kaunas, von Aerodrom. Hat man gebracht 300, 400 jüdische Menschen. Sie sind verhungert, morgens und nackedig. Den hat man noch einmal gebracht, das Spielwerk, mit Frauen. Jüdische Menschen von Litwe und dann zum Schluss gekommen, schon in, das ist schon in Periode von KZ Kaiserwald. Wilner Jiden, 1800 Frauen mit Kindern, das ist Marschallelligkeit dort unter ihnen, das ist ja. Und 80 Männer. Und dann hatten noch liquidierte kleine Ghettos sind gewesen. Und bei der lettischen Grenze. Da sind gewesen litwische Juden, die sind schon gekommen in Kaiserwald. Und direkt von Kaiserwald nach Dundaga, das sind gewesen ein SS-Seelager. Am schönen Projekt, das wir machen dort in Kulland, ein SS-Gebiet. Alle Letten raus und nur Häftlinge. Dort sind gewesen ein Schachbälische Juden. Und zum Schluss hat man gebracht ungarische Frauen, jüdische Frauen. In Summe 44, da ist schon gewesen, schon der Front ist gestanden von Riga, 70, 80 Kilometer von Riga. Das hat man gebracht noch von Auschwitz. Hat man gebracht noch mit Echelon sind gewesen um gemacht 5000. Und die ganze Industrie ist schon gewesen, evakuiert nach Deutschland. Wir haben dort gehabt, weil wir keine Arbeit haben. Wir haben sie geschickt in die Wälder von Dundaga. Ich habe dort gewesen, ich habe sie gesehen. Ich habe dort gefunden, jetzt ganz zufällig, ein junger Mädel auf Namen damals. Was ist gewesen? 14 Jahre, was ist gewesen? Alles in selbe gelagert, in Popperwald, in Dundaga, mit zusammen. Es, kein Dokumenten. Zwei Frauen, das haben geschrieben, Erinnerungen. Gar nicht. Und unsere Kollegen, unsere Historiker sagen, das kann doch nicht sein. Bei den Deutschen ist da gewesen Ordnung. Ihr wisst doch, in KZ Auschwitz ist da gewesen, ein Diensttagebuch, als vermerkt, wer es ist reingekommen und wer man hat rausgeschickt. Und wer man hat geschickt in Gas. Also sie sind noch gar nicht da. In den Dokumenten sind sie da, in den Sichreinen sind sie überall da. Die ungarischen Jüdinnen, viele Mascherolnikaiten, Mascherolnik, neu ist sie begriffen. Man hat sie hier da in sowjetischen Zeiten, hat man es publiziert, Maria Rolnikaiten. Und die сначала на литовском она вышла. И благодаря этому она и на латышском вышла. И... Und die Vorsteher von der Ambassade von Ungarn, was sie gewesen mit mir dort in Dundaga, mir am Genfer, Denkmal, sie hat gesagt, als ungarische Juden haben sie nie geschickt. Wir sehen nicht, nee, das ist von Auschwitz. Und von Jahren und nicht gekommen. Ja, und wir haben Inschriften, was ungarische Frauen haben auf Ungarisch geschrieben und an der Wand von der Barack. Und ich habe sie geschickt einmal, noch einmal in ein jüdisches Museum, die sind da gewesen, damals in jüdischem Museum in Budapest. Ja. Ja, ganz, wie können wir sagen, die Menschen sind nicht gewesen, sind gewesen zusammen mit sie. Viele im letzten Buch von Gertrude Schneider, das ist eine deutsche Jüdische von Wien, jetzt hat sie ja letzten Buch. Aber ich meine, als... Alles, wie kann man sagen, sie bekommen einen schrecklichen Zustand, halb Hunger. Und ohne Wäsche. Ohne Unterwäsche. Ohne Unterwäsche. Es ist noch ein paar Jahre da gewesen, in Ordnung.
Unterwäsche? Was heißt? Das ist auch bleibende Unterwäsche. Was sie haben gegeben, aber Oberkleid und Unterkleid. Aber die Freunde gewinnen viele ohne. Gar nicht. Man sagt, da seien die ungarischen Iden von jenen Erfter, was die Deutschen haben zugestellt zu den Ungarn. Im Verlauf vom Zweiten Krieg. Von Tschechoslowakei oder von Wannen. Ja, ja. Und sie haben geschickt jene Iden. Nicht eigene Iden. Nein, nein, nein. Das sind doch alle gewesen in Auschwitz. Da habt ihr schon geguckt, von wann die Iden sein. Ja. Sie haben, ich stelle es euch, das, was ich verstehe. Es sind gewesen, beinahe 500.000 Menschen, was haben geschickt von Ungarn nach Auschwitz. Also sehr viel Platz ist gar nicht gewesen. Haben noch gearbeitet auf Hochbetrieb, das kann man lesen in die Erinnerungen Auschwitz-Kommandos, die deutsche Kommandos. Sie haben gehabt kein Kohlendioxid. Es sind nicht gewesen die Giftgas für die Kammern. Weil es sind gewesen starke Bombardements und es sind nicht gekommen für Gas. Die Daisy Brand, was haben sie gewesen, 14-jährige Mädel, ich habe uns eingetrieben in ein Zimmer, ein größten Zimmer, ohne Fenster, ohne Gornischnitt. Wir haben dort gewartet. Man hat schon gewusst, dass es mich da mal eine Gaskammer. Aber es ist gar nicht passiert. Sie haben nicht gehabt im Gas. Massenerschießungen in einem Lager kann man echt nicht. Das kennt es doch nicht. Wälder sind da, man kann ausgraben, eine große Grube schießen. Haben sie geschickt nach Osten, kommt schon der Front. Sie sind angekommen, ich weiß, in Popperwal, sind sie angekommen, nicht später, vor Ende Juni, dem 25. Juli hat man dem ganzen Lager schon übergeführt, in Hauptlager, in Dundaga. Und am 27. nach zwei Tagen hat man schon getrieben und zu Fuß nach dem Ventspils, um wegzuführen in Deutschland. Ich bin unterwegs entlaufen. Sie gegangen, die Mutter ist gestorben unterwegs und ich kann gehen. Und die zwei Mädels haben ausgehalten und haben überlebt. Ein sehr kultureller Mensch, eine Künstlerin, der Mann ist ein Arzt und ein intelligenter Haus. Kommen im Museum, das sind die Installation. Gut, ja, wir müssen großen Dank euch. Wir entschuldigen sich, was wir sagen. Auf euch angefahren, auf euch Deutsche. Wo ihr kommt, antreifen. Jeden Tag. Sprechen Deutsch. Ich spreche Deutsch. Ja, ich bin der Einzige, der dieses Lied kennt. Ja, ihr wollt helfen. Ich kenne das Lied. Woher das können Sie singen? Nein, Sie können das nicht. Das ist eine kleine Jugendgruppe. Aber es klingt so ähnlich wie ja, sag genau. Nicht kein Mal. Ja, ja. Aber nein. Sollte kein Mal wissen alle. Welche Ghetto-Lieder sind in besonders verriegen? Verstehen Sie nicht, dass Sie gewesen sind. Also ich bin entlaufen geworden, ja, und hat mich gehabt ja. Und gekommen in ein Strafkommando. In die Strafkommando sind gewesen Englisch. Also, alle, ich bete sehr. Ja, fixe Englisch. Schafschika, du Peristania. Ja, aber nur muss zwei Reden, Herr. Und dem nächsten Tag ist zugekommen zu mir der Engel von Moskau Forscher. Da, Prost, guter Jahr. Isa Dworki. Sagt, Herr, morgen wirst du kommen zur Versammlung. Warum? Aber du bist in der Strafkommando, du bist geprüft zu leben, bist du ein guter Jad. Das ist alles in Ordnung, ja. Auf dem Lela Kalno, zwischen Lela Kalno und Mazak, no, das ist gewesen ein Kartoffelkeller. Ja, morgen Zeiten fängt man ausgeräumt in der Erde. Und wir fliegen dort und versammeln sich, kein Licht. Keiner hat den anderen gesehen. Ich kenne den Isa und noch, ich habe mitgebracht, der Chava, das ist mir zweimal gewesen. Und das ist gewesen im März 42. Und was hat man dort getan? Man hat gesungen, man hat geredet, von die kommen entleifen, die kommen, alles ähnlich, 14, 15, 16 Jahre. Man hat die Welt weinen und klagen, man kennt doch, wir sind doch mit mir.
hat mir gesungen. Und Isa Dworkin hat also ein Lied vorgesungen. Mhm. Und ich bin rein, ich schreibe das überall. Auf sicher auf dem Tüftiger Wehling. Weil noch denn, noch die Arme. Das sind gewesen die jüdische Polizei. Und noch eine ganze Gruppe haben geklieben Waffen. In Riga gewesen ein großer Sklad von Waffen. Und das ist, heint sind alle Dokumenten da. Ich habe das schreibe ich darüber. Es sind nur die Abwehrdokumenten. Es sind nur die Dokumenten von. Die Dokumenten von SD, von Lange. Sie haben gefunden alle, wir wissen natürlich, wer das ist, Seltinsch, was hat gesagt, es ist ein Agent von SD, was hat gesagt, dass er ist ein sowjetischer Parachutist. Und die kluge Jiden, solche Chachomen, solche intellektuelle Menschen, haben geglaubt. Aber man will, man sucht, aber es sind doch Waffen. Es sind doch Menschen, die sind bereit zu gehen. Wo soll man gehen? Es sind doch nicht keine Partisaner, gar nicht. Ne? Ja, ich habe Partisaner, ja, in Augspiels. In Osten. Und wir werden organisieren und jeden Mal wird man wegführen zu 10 Menschen. Das hat irgendwo Ende Sommer 1942, hat Isa gesagt, hat sich rein in Englisch, es klappt der Oder, dann kann er rauskommen vom Ghetto. Ja, die ersten Gruppen von den Erwachsenen werden vorn, nachdem wird man von unserer Gruppe zu ein, zu zwei Menschen nehmen, ihr könnt euch vorstellen, was es ist. Es ist nur Ausweg, man kann und nicht sich behalten irgendwo in der Keller. Wir haben Waffen, es ist doch Romantik. Es ist nicht nur Romantik. Es ist nicht nur Romantik. Und es ist gar nicht geworden. Und er hat gehabt, ich kenne nur einen Vers von dem Lied. Der Monser. Der Monat, Dezember, der Jahrzeit. Dein Weib und Kind, wenn so die Erde die Daffen der Mohnen, dem Lied von dein Leben geschwind, wenn so die Daffen der Mohnen, dem Lied von dein Leben. Weiter kennt das doch in der Monat. Und ich will jetzt sagen, als ich gewesen, entlaufen geworden, gekommen zu lettischen Partisanen, und das ist gewesen zu Weihnachten, der zweiten Tag von Weihnachten, wo man hat die ganze zerklappt und ich bin geblieben mit der deutschen Desertierbinder gewesen zusammen und zum Schluss bin ich gewesen allein. Und gehen ich durch den Wald, einer allein mit der Wintowitschke, mit der Karabin, nicht auch gedacht. Ja. Vielleicht auch singen oder dem Lied. Ja, schon noch ein Ghetto-Lied mit dir? Ja, das kennt ihr, das ist ein Ghetto-Lieder, was sind gekommen von Warschau über Wilna, mit den Wilnerien sind gekommen. Na, welche Ghetto-Lieder hat man als Sach gesungen? Ja? Oh, das ist gewesen ein Romanz. Thank you.
Das ist ein Liebeslied. Was hat gekrochen? Das ist ein Mal gewesen in Warschau, in einer Komödie. Das ist gar ein anderer Sinn ist es gewesen, von einer sentimentalen, von einer Liederle. Das ist, wenn die, all, jeden, wenn sie in Mottelkiet und Barsch, und wenn er wird fragen, ja, das wissen alle. Also er muss sein, wer weiß es nicht. Also er muss sein. Viele mein Weib kennt das Lied. Und mein Sohn hat gespielt auf der Garmoschke, hat keine Rechte spielen, weiß er es nicht. Aber es haben alle Zeiten sehr, sehr oft gespielt. Ja, nur dann sind da, Lieder, ich hab noch angeschrieben von meiner Chaverin. Willi Hanje, das ist schon echt schön, schon links, schon nicht Tomer. Alle haben mich keine Stimme, ist nicht. Hoffnung, ist nicht auch keine Hoffnung schon mehr. Das ist echt. Versteht, das ist doch nicht ein größer Ghetto gewesen. Von 30.000 Menschen sind geblieben 4.000 Menschen. Und die kleine Häferlein von Menschen haben echt geschaffen Lieder. Was ich habe schon längst vergessen und auch viele Barsch, was ist ein Kompositor, was ist ein Musiker, ein Mann so gut. Ihr wollt ein letztes Lied aufsingen und aufspielen? Nein. Gut, ein größten Dank euch beiden. Ihr sollt sein gesund. Und nicht hier einer auf der andere und sich allein soll sich treffen über ein Jahr. Ja, auf Simches. Danke, also ihr vernehmt sich mit der selben Sache. Sie bitten ja, wir befinden sich nicht weit von Riga in
Uppesleyers. Soll er sich sein bei Meir und Chava, bei Meir Vestermann, welcher ist geboren geworden in Riga im 1925. Jahr und bei Chava Schneier, Heinz Vestermann, geboren in Riga im 1926. Jahr. Derweil ist alles richtig. Ja. Alles richtig. Ja. In Riga haben sich gefunden, eben solche, was haben gerät Jiddisch, wie ihr ruft es Latgalisch, das heißt mehr Litwisch, und es haben sich gefunden, eben was haben gerät Jiddisch mehr Kurländisch. Ist das richtig oder nicht? Ja, es ist richtig, wir sind Kurländer, Iden. Weil meine Mama ist von Kurland, von Tukum. Mhm. Und seine Eltern, Vater ist von ich, von Kurland. Die ganze Besprache ist von ja. Kurland. Wer ist das? Neire. Jelgava. Nein, das ist Jan Jelgaweint. Friedrichstor. Ah, Red Chlor auf Jiddisch. Nein, Entschuldigung. Jaun, Baum, Gaun. Nein, das ist Jiddisch. Nein, das ist Jiddisch. Was deiner Meinung ist, Nein, der jiddische Name? Ja, warte. Das ist doch eine jiddische Ironie. Neirige. Die erste Schule, die ich gehabt in meinem Leben, das ist die jiddische Schule. Ist ihr halt als der Jiddisch Sternomen von der Stadt auf sein Neire. Ja, warte. Das in Literatur ist es eingegangen, die Neire. Neire. Neire, Neire. Das ist eine Verkürzung von Neirige. Ja, wir sind eine kleine Städterle. Und das ist bei anderen Friedrichstadt und Heint Jahr und Jahr gemacht. Ja. Wie hat man gesagt, Le Moschel, in eurer Sprache, auf Abem? Abem? Abem, nicht Abem. Nein, Abem. Nein, Abem. Ist jener exotischer Kurländer Jiddisch ist nicht gewesen bei euch, wie sie da in Lepaye und in Ventspils, in Libau? Oder sie, wie sie in Libau und in Ventspils, das ist doch Kurland, ich. Und wir reden echt von kurländischen Jiddisch. No, ihr sagt doch ich. Ja. Und doch sagt diese man ein bisschen anders. Ja, auch. Nein. Wir reden alle gleich, kurländischen Jiddisch. Also, sie verteidigt sind sie nicht. Ja, unverständlich. Aber die litwischen Innenflächen sagen, was, ihr redet doch nicht Jiddisch, ihr redet Jiddisch-Deutsch. Also, nein, wir reden anders wie die litwischen. Wir reden anders, ja. Nur die Latgaler reden ein bisschen anders, aber ja. Die Kurländer und die Regenten reden. Wo sein ein bisschen auf ein Beispiel Unterschiede zwischen Kurländer und Latgaler Jiddisch? Das ist eine starke Beeinflussung von Deutsch. Aber ein paar Wörter könnt ihr geben, was anders. Ein paar ja. Wörter, sie auch ausreden. Ja, ich würde auch sagen, in kurländischen Jiddisch ist ein stärkerer Einfluss von Lettisch. Ja. Ich kann gerne mal ein paar Wörter machen. Wörter, lass Wörter oder Äußere. Ja, ich werde auch sagen, man pflegt sagen, in Kurland. Wie in Kurland und wie in Latgale. Ja, in Kurland trägt man sagen, a Schuch wie a Leive. Leive, das ist ein Boot. Ah? Ein Schiffel. Ein Schiffel, ne? A Schuch wie a... Wie a Leive. Von lettischem Wort Leiva. A Schiff. Ein Boot. Schiff. Ja. Ein Kahn heißt es Deutsch, ja. Was noch? Und in Litwe, man, in Lettland wird man Kemmeli sagen, alleine. Das ist wenig Letten da. Und der Einfluss von der lettischen Sprache, und das ist überhaupt kein Lettisch, das ist ein Latgalisch, das ist ein polnisch beeinflusster. Ist es anders, ja. Ihr gedenkt, noch und Sie gewinnen unterscheiden beim Reusreden? Ja, ich denke ja. Der kurländische Jiddisch ist stark, wie gesagt, er ist nennt bei Deutsch. Le Moschel. Bei dem kurländischen Deutsch. Le Moschel. Welche Wörter kennt ihr sich? Alle Wörter. Wie bei Scholem Alechem, Motel Peser dem Chasels, sagt er, eb Deutsch wäsch, lost mir. Das ist von Scholem Alechem, Mortel Peser dem Chasens. Ja, er kennt nicht den richtigen Deutsch. Nein, er meint, aber er meint, ja. Das ist. Also, er ist. Also, das ist der Mann. Er ist Deutsch, was los mit mir. Ja. Noch einmal, wie geht das? Ich könnte sagen, noch einmal.
Mortal pays at them Sholem Aleichems in Buch, Mortal pays at them Hasens. Zogt Mortale, noch ein Ingler kleiner, Teitschwisch, lost mir. Meint, dass wird kennen, was Yiddish und Deutsch ist. Teitschwisch. Teitschwisch. Das ist noch Sholem Aleichem. Teitschwisch, lost mir. Aber in Kulen sagt man nicht so ein Teitschwisch. Nein, nicht das. Deutsch, Deutsch. Nu ja, Sholem Aleichem kommt noch von wann nicht? Das ist der Wilner. Herr Jaslav, der Ukraine. Ja, aber der Dialekt ist doch Wilner. Sholem Aleichem. Ein klassischer Wilner Dialekt. Sholem Aleichem. Ja. Und wo ist, entschuldigt, wo ist der klassische Jiddisch, wenn der Wilner? Das ist auch klassischer Jiddisch, naja, von Ukraine. Ukrainisch wird vergessen. Herr Jaslav geboren geworden. Das ist ja. Sein Gewinn doch, nicht ja. weit von Kiew. Nun, man fühlt bei ihm den ukrainischen Einfluss doch nicht. Ja, versteht. Der polnische Leute. Ihr Vater war schon einmal ist gewesen der Direktor von der Schule? Mein Vater ist gewesen erstens ein hundertprozentiger Jiddischist. Und das, was ich weiß von jiddischer Literatur, sehr sach kenne ich jiddische Lieder, das ist alles von meinem Vater und von seinem Spruch. Wo ist er geboren? Er ist geboren in Riga. In Riga? Ja, er ist geboren in Riga. Und was hat er geholfen bei einer jiddischen Schule in Riga? Er hat gearbeitet wie ein Lehrer. Erstens hat er studiert Chemie. Und weil davon hat er in Lettland sehr stark gekannt leben, ist er gleichzeitig gewesen ein Lehrer in einer jiddischen Grundschule, wo sie gewesen eine Lehrerin, ich meine Mama, und dort sind sie bekannt geworden. Und in der Atmosphäre sind wir aufgewachsen, in der Atmosphäre von der jiddischen Schule. Meine erste Schule ist gewesen die jiddische Schule. Meine erste Sprache ist gewesen. Wie bitte? Die andere Lehrer? Die anderen Lehrer, nun ja, sie sind doch schon lange nicht mehr da, aber ich gedenke sie aber. Welcher? Ja. Nun, zum Beispiel gewinnt also Lia Gurevich, also sehr interessante, lebendige, geistreiche Person. Ist gewesen, also ist ja Lat, also eine schöne, frohe Junge. Nur ein Sach sein gewesen dort. Das ist ein Herd. Mir ist er gewesen, wie viel? 8, 10, 12 Jahre. Und heute ist mir 82. Ja, wer war mir gewesen? Eine Deutschlehrerin in der jiddischen Schule. Eben. Nina Kramer, ja. Nur sie gewinnen in Vorklassen. Sie erst dort, ja, sie gewinnen in Vorklassen. Eben, ich wollte gewusst, was euch interessiert. Wie ist gewesen der Name von der Schule? Das ist eine städtische Schule. Das gewinnen eine städtische Schule. Das muss ich übersetzen von Leuten. Zettel Tajido. Zettel Tajido, Pamatskole. Das ist die vierte jiddische Grundschule. Städtische Grundschule. Die vierte städtische Grundschule. Ich bin gewesen in der ersten städtischen Grundschule. Dort sind gewesen andere Lehrer. Dort sind gewesen eine Sprache Wolfson, ist gewesen eine Sprache. Betty Josefovna ist gewesen die Direktorische. Lia Josefovna Lehrerke. Und Leo, der Bruder, dort eine Lehre. Das ist gewesen eine von den besten jiddischen Schulen, weil die Direktor und die Lehrer sind gewesen sehr gebildete und intelligente Menschen. Und dafür haben unsere Eltern mich abgegeben in jener Schule. Und dort bin ich gewesen nur bis zur dritten Klasse, weil im 34. Jahr ist geworden bei uns eine andere Regierung. Und die Eltern haben gedacht, begleiten die Kinder, das hat man gefordert, in Schule. Und das ist sie gewesen nicht nur. Es hat sie nicht gepasst. Ja, wir sind nicht in religiösen Sprache gewesen. Und dafür hat man sie alle von der Arbeit abgelassen. Und dann hat man uns herausgenommen von der jiddischen Schule, wo sie sind gewesen. Man hat sie gerufen, die ein gutes nicht ist. Man hat gedacht, darf nennen. Und das ist bei uns in der Sprache nicht gewesen. Und abgegeben in eine private Schule mit Deutschsprache. Und von dort in welchen Jahren das von dir angefangen? Im 34. Jiddische private Schule. Im 34. Jahr. 1934. Wie hat das getroffen? Das hat getroffen, weil. Nun, das hat er schon besser kennen. Das, ja. Das ist ein Ullmann, das ist ein Umsturz. Da, das ist ein politischer Umsturz. Ein politischer Umsturz. Ja. Was war er?
Das ist, man sagt es, Ethnokratie. Nicht nur Autokratie, das ist eine Ethnokratie. Was hat passiert genau? Was hat passiert? Man hat dem Parlament hat man geschlossen. Alle Parteien hat man voneinander geschlossen. 34. Am 15. Mai 1934, ja. Und ist da gewesen, eine jüdische eine Schulautonomie hat man vernichtet. Und anstelle die Kontrolle über die ganze jüdische Bildung hat man gegeben in der Hand von den Agudistikern. Von den Religiösen. Ja. Was hat man sie gegeben? Weil sie sind gewesen... Weil vor dem hat man sie nicht gegeben. Sie sind gewesen antikommunistisch und sehr konservativ. Nur die Agudistiker sind... Getreu der Meluche. Ja, ja, nur nicht. Da sind gewesen in sehr jüdische Menschen, das kann man nicht sagen, sehr jüdische Menschen. Aber sehr konservativ und sehr orthodox, mit Schuhe orthodox, sollen wir so machen sein. Haben Sie alle gemacht, die Schuhe? Sie haben gemacht, überall. Sie haben alles geändert. Man hat gedacht, in der Fried darf nennen, man hat gedacht, lernen Religion. Und die gewesenen Lehrer haben sie beseitigt? Sie haben beseitigt, meine Eltern, und noch viel, was haben nicht gewählt, gehen mit den Kindern zum Anfang von dem Schuljahr, hat man gedacht, gehen in Schule, von dem Lehrjahr. Ist eure Eltern hat man beseitigt von beide der Arbeit? Beide hat man beseitigt. Und die Mehrheit hat man beseitigt. Die Mehrheit von dem Kreis, dem jüdischen demokratischen Kreis, hat man beseitigt. Das sind gewesen ein bisschen... Der Tate Salmen, ja? Der Tate Salmen. Ist Salmen, was er gewesen ein Lehrer von Jiddisch? Er gewesen ein Lehrer von Jiddisch. Er ist gewesen ein Konsultant von jüdischen Arbeitstheater. Er ist gewesen sehr, sehr... Und die Mama hat geheißen? Mine. Mille. Minna, Mine. Mine. Ja. Und Mina hat mich nicht beseitigt. Ja, und Sie sind ein Lehrer von? Wie bitte? Ein Lehrer von was? Ein Lehrer von was ist sie gewesen? Sie ist gewesen in Vorklasse. Die Vorklasse aus der ersten Klasse. Und er hat gehabt Physik und... Und die Schule hat sich nicht gekannt. Nein, die Schule hat... Aufleben sich... Nein. Wer hat sich gekannt aufheben gegen den neuen Regime? In die jüdischistischen Kreisen hat man gewusst von den zwei Kurländern, die sind geworden als sehr prominent in Vilna zwischen den Mechomis, das ist Max Weinreich und Sally Kalmanowitsch. Wird damals gewusst von sie oder nicht? Nur Max Weinreich hat man... Ja. Max Weinreich hat man gewusst, hab ich ja, gehört. Natürlich. Wir sind doch gewesen Kinder da. Ich weiß. Und es ist doch gewesen... Aber also, Sachkontakt gewesen mit den Riga Jiddischisten. Ja, Max Weinreich hat mir gewusst, dass er ein Kurländer von Goldingen geboren. Nein, ja, von Goldingen hat mir nicht gewusst. Als er ein Kurländer ist, hat man doch gewusst. Und Sally Kalmanowitsch weniger bewusst. Weniger. Er gewinnt echt von den Gründern von LYVA, gewinnt in Vilna Ghetto und umgekommen bald noch dem in ein Lager in Estland, in Estonia. LYVA Journal, gedenke ich, sein gewesen bei uns in Stube gelegen auf dem Schreibtisch von meinem LYVA Blätter. Ja, LYVA Blätter. Nur er ist gewesen 100% Jiddischist und hat sich mitgearbeitet in alle jüdischen Organisationen. Bitte, das ist doch, die jüdischen Jiddischisten sind gewesen sehr nahend zum Bund. Ja. Und der ganze jüdische Schulsystem, der jüdischen, ist der Zischo. Ja. Also sie rufen in Riga echt der Zischo schon. Ja, Zischo schon. Sie haben gekämpft sehr scharf gegen die Hebräistische, gegen die Jiddisch. Aber nicht gewesen Kommunisten, nicht gewesen gegen die Regierung. Nein, sie sind gewesen... Linke Orientierung. Linke Sozialdemokratie. Ja. Sozialdemokratie. No, ja. Das ist doch die jiddische Sozialdemokratie, der Bund, ist gewesen ein föderaler Teil von lettischer Sozialdemokratie. Schön in den früheren Jahren. Sie hat er einmal gehört, ich weiß nicht, zufällig, das darf man nicht auch zufällig, zwei von den bewussten Jiddischisten von jener Zeit haben verbracht etliche Jahre in Riga, ich weiß nicht genau die Jahre, in die zwischen mechomedischen Jahren. Einer gewesen Judo Mark. Oh ja, na wie denn? Aber wir gewusst, dass er gearbeitet in Riga in einer gewissen Zeit? Er hat doch geschrieben ein Buch. Nur mehr wie ein Buch. Nein. Oi, das ist das, das Buch, wegen die litwische... Ja, Zischo. Er hat geschrieben ein Buch, Zischo. Die jüdische
De Kulende Litwakkers, dat is die Berachaver van, van mijn lager, heb ik gekregen van Johannesburg. Dat maar nee, wer is de Mechaber van Kulende Litwakkers? De Scheiber van. De After. De After. Rivlin, Rivlin, Rivlin. Rivlin, Litwische. De namen niet bekend. Ik, nee, ik ben man zich niet. Goed, Judo Marke gewen en dan nog gegeven. Aha, en Jena Zelika Manovic heeft geleerd in Riga een paar jaar eigen. En hij had een zoon in het Netz Israël. Ik hoop dat hij dat nog heeft. Sholom Lovia. Was interessiert zich zeer met een foto en met zijn Riga Jobben. Ik ben zeker dat hij kent zijn foto, die kent de ganze Sache. Maar die Schießen hebben gekend mijn foto. Ja, Tommy wird ja. Ihr gedenkt, wie sie haben sich gekriegt, die Jüdischisten mit den Hebräisten? Nun, wir sind doch gewesen Kinder, no. Aber in Kinder, Schu- das ist interessant, als die Älteren zu Wort gekommen sind. Als ich bin gewesen in der jüdischen Grundschule, haben wir mit Hebräisten nie gorschen gehabt zu tun. Aber als wir sind, schon mal das übergeführt in einer Privatschule, das ist eine jüdische Privatschule, wo man hat gedacht, lernen Hebräisch. Und das ist für uns gewesen Fremden, wir haben doch natürlich gelernt, und wir haben gedacht, lernen die Broches. No. Heißt das, ich habe euch verstanden, nicht mehr, euch besser, Tomer nicht. Im 34. Jahr, sie haben vermacht, und übergebeten die jüdische Schule, aber gegeben die Agudenikes, ist gewesen eine Privatschule Hebräische, wo wir können schicken jüdische Kinder. Es sind gewesen mehrere Privatschulen. Aber jüdisch ist das schon nicht gewesen? Jiddisch ist das schon nicht gewesen. Nein. Aber uns ist gewesen noch eine jüdische Privatschule, wo man unterrichtet in Deutsch. Rauchberger, wo mein Walter gewesen, und Ezra, wo ich bin gewesen. Und weil man hat nicht getort. Weil man hat nicht getort. Ja, und Sabedriska, ja. Eine neue Schule. Drei neue Schulen, weil alle die Kinder sind weggegangen von den agudistischen Schulen. Wo man hat unterrichtet Deutsch. Aber es ist gewesen verboten, ist man übergegangen auf Lettisch. 36 offiziell. Praktisch nicht sehr, aber offiziell hat es in gewesen. Ezra. In Ezra und in Rauchberger und in Sabine. Das haben die Jeden beschlossen, weg von denen. Nein, sie haben nicht gehabt. Sie haben nicht gehabt. Ezra und die Welt bleiben, aber die Agudetikers haben sie gedacht. Eine nationale Schule hat gedacht, Jiddisch oder Ivrit. Ja? Und nicht kein Deutsch. Und Kosman, die Regierung ist gewesen stark anti-deutsch. Haben sie bestimmt verboten, dass man so nicht. Viele die Schule, die Privatschule Landau, was sie gewesen ist, praktisch, jiddische, Jakob Landau, jiddische Schule mit russischem Unterricht. Ist formell. Also formell sind sie übergegangen auf Lettisch noch im Dien von 1936. Ich kann sich nicht ermunnen, wenn ich das letzte Mal geredet auf Jiddisch. Nein, wir reden nicht über Jiddisch, Wertel. Ja, Jiddisch, Wertel. Bitte, bitte reden Jiddisch. Nee, genug Menschen reden Deutsch und Lettisch. Ja. Unsere Frau ist eine Lettin und er kennt Jiddisch wörtlich und er kennt Ivrit Hebräisch wörtlich. Hebräisch kennt er noch mehr. Er ist gewesen in Israel gewesen. Mehrmal Ivrit ja kennt. Und er lernt Jiddisch. Ja. Und wenn ihr seid darüber in der hebräischen Schule, hat ihr angegeben, lernen Hebräisch. Nein, Deutsch. Aber Hebräisch auch oder nicht? Nein, nee. Hebräisch wäre es wie ein Fach. Ich meine, wie ein Limut, wie ein Gegenstand. Ja, ja. Ich nicht. Wieso nicht? Hebräisch? Nun kann ich auch. In der Privatschule noch 34. Nun wieder nicht. Das ist immer sehr wenig, als ich gedenke. Ja. Vater, wir haben mit mir gelernt, Hebräisch auf Aschkenasisch, auf Sfardisch. Auf Sfardisch. Schön auf Sfardisch. Ja.
Und sie sind in Edra-Schule gewesen, ein guter Unterricht war sie gewesen, Schäftel. Er ist gewesen vermischt noch 1940, 1941 in der Gulag. Und der Religionsunterricht, ja, offiziell. Das ist ein deutscher Emigrant, Birnbaum. Was man hat echt vermischt und geschickt in Gulag. Das ich will nur was sagen. Ja. Als gegangen ist er in Ezra, wo sie gewinnt Deutsch. Und vor dem ist er noch gegangen in eine deutsche Schule. Ja. Und in Stub hat man ihm nur ist bei ihm gewinnt, die Bar Mitzvah, er sieht das aus, wie es muss. Ich kann von 5 Jahren zurückkommen, ja. Privatrebe. Das sie gewinnt bei sie in Stub. Ja, und wenn der jüngste Sohn und alle, das ist es. Und ihr kennt sich da morgen von euren Kinderjahren, in der Schule von euren Eltern und von der Schule, jüdische Lieder, was man hat gesungen, was sind nicht die populärsten, was man hört mit Tum. Rodzinkes mit Mandeln und Lomirale. Nein, was hat man gesungen, was ist nicht so populär bei uns war? Nur gesungen hat man zusammen, als man es bin, hat man wenig gesungen. Limoche, aber bei uns in Stub hat man gesungen. Ja, was? Ja. Sie gewinnen das Lied. Ich muss auf den Mohnen. Gegangen ist Havele still und verhollen zu losen die goldblonde Haar. Weiter gedenke ich nicht. Aber das ist mit der Melodie, hat man gesungen. Danach ist noch gewesen, gewinnen einmal eine Meisse. Die Meisse ist gar nicht freilich. Die Meisse hebt sich auch nicht. Mit der jüdischen Melech. Nur die Lied kenne ich ein bisschen weiter. Lohm ihr sich, wie dort gewesen. Lohm ihr sich überbeten. Kennt ihr das Lied? Ja. Lohm ihr sich überbeten, ja, überbeten. Stell den Sommer wahr. Lohm ihr sich überbeten, seid doch nicht genau. Das ist noch gewesen ein Lied. Dennoch, ich muss auch ertragen, weil ich raussuchen genug Lieder. Aber in dem Moment, das ist von mir. Das sind gewesen Lieder, die ich mir bei uns, das ist der Vater gelernt. Der Hauptsache, das ist gewesen der Vater. Weil die Mama ist gewesen ein bisschen verteidigt, aber weil sie hat geboren in Tukum und gelebt in Tukum. Aber ich bin gegangen in eine deutsche Schule. Weil in Tukum ist doch nicht eine jüdische Schule. Nur lettische und deutsche und russische. So eine Zarenzeit. Und auf Jiddisch ist Tukum. Ja. Ja, Tukum. Ja, noch ein Krieg gewesen, jüdische Schule. Das ist gewesen eine große religiöse Sprache bei meiner Mama. Und die Bobbe flattern nach Paris, ich gedenke noch die Bobbe. Weil meine Mama ist gewesen die zwölfte Geburt in der Sprache, die jüngste. Und ich gedenke, alle Krävim und seine Kinder und meine Cousinen und Gliedcousinen sind alle da geblieben. Und weil zu uns, sie kommen, der Bruder von meinem Vater, der Krieg hat er angeheben am 22. Juni, sie kommen am 24. und hat gesagt, von dem Teitschen darf man leben auf alle vier. Und als sie, wie wir seine gestanden, sind wir weggefahren. Und der Vater ist gegangen, du weißt, Brief. Ein Freiwilliger, ja, aber er hat ihn nicht genommen. Jedenfalls ist er umgekommen auf dem Front. Er ist umgekommen auf dem Front, ja. Und wir haben sich nackt und Boris und nackt gelost sich leben. Und da waren sie nicht mehr da. Und die, die sind rausgegangen von Riga, ein paar Tage später, wie ich unsere Krävin, haben die Deutschen in Ostrow schon, haben sie angejagt und dort haben alle zerschossen. In welchem Tag sind die entlaufen? In welchem Tag? Wir sind entlaufen und das ist gewesen der 27. Der 22. gewesen Sonntag, das ist nicht am Freitag, oder? Ja, muss ausrechnen. Weil der Seid hat gesagt, Schabes geht er nicht von Stub. Und er mit seinen Sinn, mit Kindern, seine Rose kommen Sonntag und sie sind schon niedergegangen. Weil Schabes. Von wo seid ihr gelaufen? Ihr habt verstanden, was will sein? Was für eine Frage? Weil bei uns sind das schon gewesen, nur keine Flüchtlinge. Ja, ja, von Wien. Haben bei uns in Dieren gelebt, Läufer von Wien. Man ist gelaufen, von Wien ist man gelaufen und unser Präsident, der Ullmann, hat sie reingelassen.
Und der Mitter hat, hat er sich sehr gut gefühlt, weil er hat die Iden von Österreich hereingelassen. Von Deutschland? Ja, sein Gelauf lebendig, wir haben dann gewusst, was es tut. Verstehe, Dubnove doch gekommen in Riga, zu suchen, am Mokin Mikle zu suchen. Ja, mit Dubnove bin ich persönlich, habe ich Dubnove gesehen und ich bin gewesen in seinen Dieren, weil wir haben gehabt, bekannt, also ein Liefschitz, was gewesen mit Dubnove sehr gut befreundet. Und wir sind, Dubnove habe ich gesehen mit meinen eigenen Augen. Und gewinnen sein Tiere in Mejerpark hat er gelebt. Aber das heißt, die Iden haben geguckt, das Flatland wie ja, Heimat, wie da gedacht. Und wir können entlaufen werden von Ärger, Erde und gefunden einen ruhigen Mokken. Der Freie Dekalobavitsche Rebbe ist er gekommen in Riga. Und wir sind gelaufen von... Aber weggefahren, nach Peru. Wir sind gelaufen von... Wir der einzige Stadt in ganz Europa, was hat auf kurze Zeit reingelassen die Iden. In gewesen Lettland. Bis, bis zum Sommer, bis Juli 1939. Die deutsche Botschaft hat gemacht, da gab es einen Skandal. Kurz vor dem Milchome. Wir sind gelaufen, weil doch, die Deutschen sind doch schon gewesen in Litauen. Sie haben gemacht einen Skandal bei der Macht. Wir sollen nicht reinlassen. Man sollte ihn nicht reinlassen. Weil da ist auch gewesen ein Schach, besonders kurländische Iden, was haben gehabt, Gräwin. In Deutschland. Was haben sie gesagt, öffentlich soll man die Jäden nicht da reinlassen? Sie wollen Potte werden von den Jäden, von Deutschland, von Estland. Nein, nein, es ist doch ein Dokument. Die Jäden verbreiten Gräuelmärchen. Bube meistens. Bube, nur Gräuelmärchen, das ist... Schreckliche meistens. Ja, das ist schreckliche meistens. Sie trachten aus, eine Bibel auf dem deutschen Regime. Ja, man soll sie nicht reinlassen, also kompromittieren sozusagen die Autorität. Mit dem, was sie wollen, kommen in Riga. Sie kommen in und, die lettische Regierung hat aufgestellt damals? Ja. Ja. Das ist schon aber sehr spät, das ist das 31. Das ist Juli 39, das ist gewesen ein starker Druck. Und sie haben ein paar Schritte mehr gehabt. Deutschland dann in Summe 39. In jener ersten Tag, 22, 23, 24 Juni 1941, als sie sich angegeben haben, die Milchome, habt ihr gesehen in Riga litwische, jiddische Playteam? Ja, ich hab gesehen. Entlaufene von Litte? Ja. Ich hab noch meine Stimme nicht gesehen. Nein, du bist schon nicht gewesen. Nein, am 23. am 24. Nein, am 23. Warum sind sie gelaufen in Belarus? Nein, sind doch da in Lettland umgekommen, litwische Iden. Was hat denn die gelassen über die Grenze? Das ist heint, Aschach-Dokumenten. Also in der Provinz hat man erschossen die ersten, die fremde Iden. Das sind die litwischen. Ja, die litwische Iden hat man die erste erschossen. Das ist in Lettland. In Dwinsk stecken geblieben, Aschach, litwische Jiden, viele in Dwinsk Ghetto. Das könnt ihr sehen, noch die Literatur, die Erinnerungen von den Survivors, von den Überlebenden von Shoah, ist auch Aschach, was haben überlebt in Lettland und auch dem in Deutschland, in Stutthofen. Sind doch auch litwische Stadt. Wenn ihr seid entlaufen, hat er sich vorgestellt, dass er gehen euch sagen in alle keiner stand sich nicht vor. Nein, wir haben sich nicht mehr nicht als ich vorgestellt, als man wird aushargenen alle. Aber mit Hargenen hat man gewusst, weil eben wollte vorgestellt, dass man wird aushargen alle, wollten doch alle entlaufen, sie seien doch geblieben. Mhm. Als Sach seien doch da geblieben, wenn man hat ausgeschossen. Wir haben gehört in unserer Arbeit 100 Mal irgendwas gedenken, als ältere Iden damals, kluge, ältere, gelernte, Rabbonim, also weiter, haben alle gesagt, wir gedenken doch jenem Deutsch vom Ersten Krieg, und er wird keinem nicht schießen, wo lebt ihr zu den Bolschewikis? Ja. Ich meine, das ist ein Meise. Das ist ein Meise. Ein Meise, man hat das gesagt? Ja, ein Meise, was man hat das gesagt. Ich habe das nicht gehört. Unsere Eltern haben das nicht gehört. Sie haben echt überlebt, die erste deutsche Okkupation. Und wir haben gelernt, ausländische deutsche Journal, Schweizer Journal, kommen zweimal im Monat. Ja. Wir haben gewusst ungefähr, was es tut sich auf den Bädern. Ja.
Aber nun mein Tat hat gearbeitet und ich konnte weggehen. Aber er hat gesagt, nur mit den älteren Menschen, mit den Kindern, mit den Frauen, wird auch gar nicht mehr passieren. Wir sehen, werden diskriminiert natürlich. Ohne ja. Aber die Engländer dürfen weggehen. Und wir sind mit meinem Bruder auf Velocipeden. Das war schon zu spät. Das gewesen früh im Morgen vom 29. Juni. Wir sind gekommen bis Sigulda. Und die Deutschen haben schon abgeschnitten, alle sind schon gegangen zurück. Aber man hat sich nicht gekannt vorstellen, dass es sich gar nicht getraut. Wir kennen das nicht mehr Spruches. Wir haben gesagt, die Alte haben gesagt, ihr Kinder geht da weg. Wir wollen da bleiben. Nur sie sind geblieben, bestimmt nicht. Aber sie haben gesagt, die Kinder sollen gehen. Und wir wollen da bleiben. Sie haben keine Kirche schon nicht zu gehen. Und die Kinder seien auf Wege und können es doch bis heutigen Tag das doch nicht vergessen, wie sie haben gelassen, die Eltern. Aber in dem Moment haben wir uns gedacht. Gehen zu Fuß. Wo gehen die älteren Menschen? Also mit hargenden Kindern und Freunden, das hat doch, also viel Fantasie hat doch keiner nicht gehabt. Das ist doch, nicht kann vorstellen. No. Bitte, bei uns ist es ein bisschen anders gewesen. Mein Tate gewesen von einer kleinen Städtel, er lernt sich in der Geschichte viele in Mitau, aber er hat nicht gewählt als eine Karriere. Und er ist geworden ein größerer Unternehmer, ein größerer Ballabos, also ein größer reicher Mensch. Und ein sehr jüdischer Mensch, aber in Stuttgart man gerät Deutsch mit jüdischen Wörtern, mit jüdischen Liedern, ja, mit jüdischen Traditionen. Ein ganz säkulärer Mensch. Ich habe einmal die Jahre auf jüdische gewesen, Mittau, Mittave, Wittgenstadt. Mittau, nein. Ich habe gehört, wo Mittau. Mittau, ja. Wie uns hat man genannt, Mittau. Die Bobbe lebt in Mittau. Mittau. In Mittau, no? Noch einmal, wie heißt es? Mittau. Ich habe gehört Mittau, das weiß ich bestimmt. Ja, das sind. Und bei der Galeriden habe ich auch viele gehört, Mitte. Er kommt von Mitte. Mitte, na kein Fall. Mittau habe ich gehört. Nur gewesen, andere, meine Eltern sind gewesen doch in einem anderen Kreis. Wie? In Riga Jiddisch, wie vielleicht man sagen nach Ucha? Aiver. Auf Jiddisch. Mhm. Ewer. Und zwei? Ewern, ja. Ewern, ja. Ewern, zwei Ewern. Ja, Ohrenschmerzen. Mit gesagt in Riga Jiddisch, Umetik oder Umetik? Umetik wollt ihr gesagt. Aber das ist von Schul oder von Geist? Das ist von sich. Und wie sagst du? Ich weiß nicht. Ich wollte gesagt Umetik. Wir haben doch nicht gelernt. Weil wieder der ist schon ein bisschen verteidigt. Der D in der Wort ist schon ein bisschen umetik, wollte ich gesagt. Mit gesagt, azetkene Sachen, azelche Sachen. Azelche. Azelche. Ja. Wie sagt man Dischen, Dischat? Ottoman. Ottoman. Wie? Ottoman. Ja, Ottoman wie Deutsch. Ottoman. Ja, ihr gedenkt, Pesach beim Seder, die Matze, was man vielleicht behalten, man geht aber gefunden. Ja, zum Seder sind wir gegangen zu unserer Bobe. Ja, bei uns nicht. Bei uns? Wie heißen? Der Afikores. Afikores? Ja. Afinokeim. Ihr gedenkt das an Matze? Afikoimes, Afikeimes. Ich gedenke noch Matze, wie heintige Matze. Nein, zum Seiden seid ihr doch gegangen, zum Seiden dort. Wir sind gegangen, ja, ich zu den Bogen. Aber ihr gedenkt Afikores. Afikores, der Gente. Afikores, das hier... Meier, trapp, Schweig. Schweig. Der Afikores, der gewinnt die Matze, was man vielleicht behaupten, ja. Da ging es vielleicht aber gefühlt. Aber ihr gewusst den Wort? Ja. Ihr gedenkt nur, ihr habt gedacht, reinlassen, Eli Halenu. Dort gedenke ich zum Seder. Dem ersten Seder. Eli Halenu. Halenu war es, Kisja? Das war nicht Halenu. Wie war es? Eli ist bestimmt gewesen. Hanove, no? Hanovi.
Da, das ist gewesen, ein Stuhl noch vor ihm gelassen und er hat geklungen in die Tür und die Kinder sind gelaufen öffnen und er ist ihm doch nicht mehr gewesen und es ist eine ganze Meise. Aber das wollen wir sich noch von der Kindheit, weil zum Seder vielleicht wir gehen zu den Boba, wo ist die ganze Besprache zusammengekommen und die Kaschus hat man gefragt und der Mann von der ältesten Schwester. Ihr gedenkt ein bisschen die vier Kaschus? Ihr gedenkt nicht. Nur das sagen doch Englisch für ihn, ja, nicht ihr gedenkt das nicht, aber ihr gedenkt, wie meine Cousins haben das gedacht lernen, haben es gedacht machen und ich gedenke schon, sie hat geheißen, dass es mal nicht da eine Halleila hase, nur wieder. Was noch? Der Mutter schon. Also ich muss ertrachten und zusammensuchen die jüdischen Wörter heim, dort da sitzen die. Nur das ist schon sehr viel. Wir wollen jetzt iets davon heim tun, mit mehr reden. Ihr wird reden nach dem hässlichen Jargon und ihr wird das da wohnen. Ja, das kommt, das kommt. Misha, wir wollen mit euch reden nur Jiddisch. Gut, angemacht. Angemacht. Ihr seht, ich hätte mein Jiddisch, einen richtigen Jiddisch, habe ich gelernt, nämlich in Ghetto. Und man ist zum ersten Mal zusammen. In welchem Ghetto hat er gemeint? In Riga. Und danach in der Lager? Ich habe doch in Lager Kaiserwald, in Kanzlager Kaiserwald. Und dort in Kanzlager Dundager, na, lange Zeit. Und ihr seid gewesen in Russland? Nicht? Ja, wir sind gewesen in einem baschkirischen Dorf. In einem Dorf sind wir gewesen. Wie sagt man allerleine, allerleike, kollerlei? Allerlei wollt ihr gesagt. Aller? Allerlei. Ja, noch das ist echt verteilt, aber kein anderes Wort weiß ich nicht. Nicht wenn ein in Riga alleine. Ja. Nein, nein, das nicht. Nein, nein. Ich gehört bei volkstümlichen Jeden, als ich ein Ding, als ein Nestding, ein Falsding. Als Ding. Als Ding. Mir hat einer, ich hab getroffen, er ist schon gestorben, ob das noch gewesen als Schiller von meinem Vater, haben wir sich mit ihm getroffen, ich nicht an sehr freilichen Ort. Hat er gesagt, Chavel, er redet an so schönem Jiddisch. Ich hab gesagt, an so schönem, wie ihr redet. Das ist bei Masel. Bei Masel, ja. Hat gesagt, ihr redet an so schönem Jiddisch, aber das ist auch, ob ihr sich noch kennt, etwas, was der Mann und ich hab nicht gedacht, viel reden. Wie ruft man das, was man spielt in dem Chaneke? Gell? Agor. Na wie? Ja, Agor. Agor, Agor. In Riga, ich meine Agor. Ja, mit den Kindern. Agorl. Agorl. Ich weiß von den Boben Agor. Mit gedrehtem Gorl. Ja, dem Gerl, dem Gorl. Ihr weißt Agor. Ich weiß Agor, bestimmt. Agor oder Agor? Wir wissen Agor. Agor. Oder Werfel? Nein, nein. Ein Werfel, das ist schon, das hat man gespielt, ein Spiel. Ja, das ist ein Werfel. Das ist doch ein Dreidel. Wie? Ein Dreidel. Ein Dreidel. Nein, zum Gor hat es nicht gehabt. Nicht. Ja, man sagt ein Dreidel. Gescheich es nicht gehabt. Gescheich es. Was haben wir gegessen, Purim? Haben wir in Taschen. Ja. Ihr gedenkt an eine Maschinke, was wir vielleicht drehen. Was macht der Tummel, Purim, und man sagt dem Namen Homin? Nein, hab ich, nein, das ist mir stammen gewesen in die Schule. Sie sind doch nicht gewesen, ich bin gegangen in die Schule. Wir rechnen nicht daran. Aber ihr gewusst von einer Sache? Ja, ja, das ist in die Chassidische. Und wie heißt das? Ich dachte, man sagt nicht. Ah, Homin. Ich weiß nicht. Homin Dreidel. Homin Dreidel. Etwas ist gewesen, ein Homin Dreidel, Pamela. Bei den Mitnagrim ist es nicht sehr gewesen. Aber haben wir Dreidel, haben wir Kleppel, haben wir Klappel? Haben wir Skop jedenfalls. Der was hat doch ja einen Skop. Was meint er? Ein Kluger. Ein Kluger, ein Kittre, ja. Ja. Haben wir Skop, das sagt man noch Heinz. Ja. Meine Schwester redet echt Jiddisch. Sagt er nur, der hat doch haben wir Skop. Ja. Und haben wir Skop meint ein Kluger. Ein Kluger, ja. Aber nicht positiv. Ja, Kittre, noch ein Kittre. Schlau, ne? No? Schlau ist Deutsch. Wie hat man gesagt, Atoves, Atoes, Atoes, Aschipke, wie? Atoes, ich hab Atoes. Ja. Nicht Atoves. Atoes. Atoes, Atoes. Das hat er Atoes, ja. Das hat er sich versehen, das hat Atoes. Da sag ich noch nicht mehr, der heutigen Tag noch ein Heimteilung. Er hat Atoes. Ja. Also es hat gewinnt ein kleiniger Kind, der gedenkt, ist gewinnt bewusst, was ist das ein Litwak? Bei mir nicht.
Ja, warum ich nicht gehabt, kein Kontakt mit Litwakis? Ich verstehe, man hat auch geredet auf der Moskauer Volksstadt. Man hat geredet in Jiddisch und wir haben geredet auf der Kaufstraße. Das sind große jiddische Firmen, sehr solide Firmen, weil man hat nicht kein Jiddisch geredet, offiziell. Ihr gedenkt, Mistome. Weil mein erster Sprache da gewesen Jiddisch. Was sagt Menschen in Riga, haben uns gesagt, Mistomen? Nein, ohne N, ohne Nun. Nein. Ohne Nun. Einer ist ein Narr und zwei seinen. Narroim? Was heißt? Das haben wir doch zusammen gesagt. Narroim, Mischboim? Ja. Was meint Azure? Azure, Aponim. Was ist der Unterschied von Azure bis Aponim oder wen nutzt man dem, wenn jenen? Nun, Aponim wird mir gesagt, dass... Positiv. Das ist mehr intelligent, nie wird er gesagt. Azure ist proster, also wird dir gesagt. Ja, ja, proster und schlechter. Aponim ist aber heute ein Klug. Aponim, das ist ein bisschen abgeschliffen. Aber Azure, das ist ein proster Wort. Das heißt, es ist ein Posten, doch den Sorgen, verlieren die Zure. Die Sorgen verlieren die Aponim. Azure ist prost, aber Azure ist echt gewinn pejorativ, negativ. Also Azure ist ein schlechter, ein Mieser. Ihr wisst das Wort Unterwelt. Der ist doch von der Unterwelt. Ist Gott so mir nicht getroffen. Bei dem Unterwelt sein gewesen Zures. Und bei den Menschen, was haben sie so gefühlt ein bisschen nicht Unterwelt. Bei den Pnei, richtig. Ja, schönen Ponnen. Weil meine Mama ist doch von den Piltene Play, pravil, ne? Und bei den Pneischen gewinnt ein Aponim. Nun ja, die Pnei, wie habe ich es vergessen? Piltener Adel, flexibel sagen die Mama. Wie flexibel sagen? Piltener Adel, das ist die Herste, die... Die haben gehabt Privilegien. Die Jungen von Piltener haben gehabt in 16. Das ist echt Kurland. Und sie hat Privilegien, sie haben gehabt alle Bürger. Sie flecken doch so, wir haben doch die blauen Bluten. Ja. Die blauen Bluten. Sie haben gemeint. Das haben sie gemeint, ja. Für also, die Deutschen sind wir alle gleich. Die Pony mit dem Zure, mit den Bluten. Alle gleich. Nur öfter stellen die Koffer, ein bisschen Wasser aufstellen. Da? Das ist illegal. Ja, du kannst auf Koffer, ja, nachher bist du in keiner Stoll. Ich darf Koffer kochen, das ist mein Spezial. Und ihr könnt sich ein bisschen abruhen. Ja. Ihr könnt sich ein bisschen abruhen. Man muss öfter. Wir haben doch abgelebt zwischen Letten und gearbeitet in einem lettischen Kollektiv und kennen gut die lettische Literatur mit der lettischen Kunst, mit all das Ding. Und man muss es alles, sitzt da auf, wie heißt es, aufkaschen. Umkrempeln. Da. Und das Dramonen, die Kinder, das ist kämen in der Minute, das nicht machen. Ich bin Mitglied vom lettischen Journalistenverband. Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet in lettisch, geschrieben, meine Bücher geschrieben lettisch. Ghettos und die KZs von Litauen und Lettland. Wir können das kriegen? Ich kopiere es. Ihr könnt das kriegen bei uns. Ah, nicht da. Ich hab nicht da. Nein, nur doch. Das ist Museum. Ich will mir ganz sagen. Ja. Und das ist auch heute eben da, ja? Nein. Das sind die, nachdem sie sind gewesen zum Schluss. Alle sind lieber schon Ghetto. Wo sie gewesen 7000 Jiden in der Stadt, ist in Ghetto gekommen 850 Menschen. Alle anderen hatten mit der Harlitschen dort bis zum Ghetto. Und dann hat man sie lieber geführt in Konstlager Kaiserwald. Das ist Sommer. Sie hat man lieber geführt am 6. September 1943 in Riga. Die Kinder und die alten Menschen hat man da Harlit. Und dann sind sie alle, hat man sie gebracht nach einem Jahr. Am 6. August 1944 hat man sie gebracht nach Stutthof. Ihr wisst es, der Konstlager. Ja, das ist über Danzig. Und von dort aus weiter und weiter und weiter sehen sie, kommen bis Theresienstadt.
haben sie gebracht. Und das hat bloß was haben, es gibt litwische Ghetto-Lieder, aber geschrieben auf Jiddisch. Ihr vernehmt sich mit dem, wir sehen, Latvia und in Riga studiert man Holocaust heute. Ja, ihr seid sehr aktiv. Ich will sagen, als Dank meiner jiddischen Chutzpe, haben sie aufgezwungen, aber wir haben heute 5 Bänder, richtige akademische Forschungen von der Tragödie von Holocaust. Aber dort wird gesagt, der ganze Remis wegen der Montel von Letten? Ja, ja, nur dem Ganzen, ich verstehe doch, das machen doch als Letten. Das ist eine Frage. Ja. Bei uns ist das Saallager in Litte, Leute, ich gebe jetzt darüber nur meine Meinung, nicht? Ja. Wenn es ist ausgewachsen in den 90er Jahren mit ausländischer Hilfe und Druck, der ganze Indian Holocaust Studies, studieren Holocaust in Litte, anstatt bis auch übergeben Studenten und Lena, den poschten Hermes, hat man genommen schrecklich drehen mit Symmetrie und 2 Genoziden, die Juden mit den Russen, mit den Kommunisten haben geschossen, Litwiner und sie geschickt in Sibir und die Deutschen mit den Litwiner haben geschossen, Juden, alle haben gehagelt, alle. Also man endet noch eine halbe Stunde. Herren, die ganze Meise, nie gewöhnt in Holocaust, sie gewöhnt, mit ein bisschen geschossen da, ein bisschen dort. Und noch eine Sache, wenn eine Sache von den Geldern, von Schweden, von Ausland, von das, geht auf dich her. Wenn man fragt bei mir, ich bin doch ein Ausländer, ich will sich nicht nur eine Meinung kennen, so. Besser wohl gewöhnt, nicht geben kein Groschen, sei, ey, wir sollen stützen die Industrie, was heißt bei uns in Meire Holocaust Leikenung. Nein, das ist nicht dasselbe. Die Litwaker sind gewesen, die Erste, was haben gemacht, eine Gräse für eigene Geld. Wer hat gemacht? Die Litwiner. Ja. Haben gemacht eine Gräse Konferenz, die Rolle von litwischen Schutzmannbataillons bei der Vernichtung der Juden. Damals, ja. Ja, ja. Na, 90er Jahre. Da, no, nein, das ist schon, ja, ich habe nicht kein Tor, es ist 98, dachte ich mir. Nein, sag freier, meine ich. Nein, früher nicht. Seht ihr, das ist doch eine andere Mentalität, das ist doch eine katholische Mentalität, litwische. Sie haben gleich in der ersten Tag die ganze katholische Kirche hat gesagt, ja. Was? Al-Khayt, wir haben gesündigt, wir haben andere genommen. Bei uns hat das keiner nicht gesagt. Das hat keiner. Und Ebes wollte nicht gewähren, die Präsidentin, die war Vitje Freiberger. Mhm. Das hat gegründet die Historikerkommission. Aber nicht, das ist Bahn Präsidenten. Das ist die Kommission für die sowjetische und die nazische Verbrechen. Ja, für alle. Aber als wie in Litte vermischt gleich dem Holocaust mit anderen Meistern, er soll nicht bekommen, sich der Holocaust. Naja, zu sehr großem Unglück, haben sie hereingesetzt in die Kommission Vestermann. Mhm. Und in Litte hat man hereingesetzt die Zockeraden. Und jetzt hat man ihn beschuldigt, dass er gesagt, Kriegsverbrecher. Ja, und er kann auch viele nicht kommen in Litte Itzter. Also haben sie, also eine Schande, also Holocaust-Held, wo sie gewinnen, Direktor von Yad Vashem. Ich kenne ihn persönlich, wir sind gut. Ja, gut, aber was mit dem reingestellten Kommission und danach beschuldigt, das weiß genau, wo seine gewinnen Motiven. Die Motiven, na klar. Zu lecken, nicht so. Ja, ihr versteht, bei uns ist es also, ja, wir haben... You will interview an Holocaust and Commission. Because it's you will do it. Ruta is a specialist here, a Holocaust. Auf Litwisch. Auf Litwisch. Aber sie will auch... Aber auf Russisch will sie drin, ein bisschen. No, we go to drink coffee. No, a bisschen. Yeah. Commission in Western Russia. Yeah. Я не знаю, где мы. Ситуация у нас такова, что с очень большим трудом. И я хотел бы сказать, благодаря моим личным отношениям к президенту Лайре Вике Фредерике,
И она очень умная. Она не случайно теперь попала в новосозданные комиссии, Европейской комиссии новое планирование будущности. Она заместитель председателя. Очень большой пост. И признают, что она умная баба. Она таки умная баба. Она таки интеллигент. Она настоящий интеллигент. И она поняла, что надо, нельзя это сказать. И хотя, значит, профессор Странга считается председателем комиссии, у него выходит, что почти что ничего не было, имея пережившего Холокоста, и который занимался практически всю жизнь этим, да, они согласились, ну, в основном. Ну, естественно, каждый автор вносит свою лепту, свой подход, где-то смягчает, где-то оценка исторических документов, это же автор. Да. Ну, есть стандартные, есть мировые стандартные, есть академические, научные стандарты. Так какой стандарт Холокоста в Латвии теперь? Вот какой стандарт? Вы не дали мне досказать. Значит, то, что написано в этих 5 томах, это действительно, с кое-какими скидками, может быть, действительно историческая правда. Притом я нацелил их на область, которая не практикуется в мировой классической историографии Холокоста. На гибель маленьких общин. 100, 200, 300. Где известны все убийцы. Большинство имеется КГБшные дела на них, которые долгое время, только после очень упорных боев, согласились признать источником. И это единственный источник, где можно видеть, там свидетелей нет, все убиты. И эти убийцы, Воленс Ноленс, хочет, не хочет, он вынужден сказать. Но он говорит, нет, не я стрелял, Петр стрелял. Но события, ход событий восстанавливается полностью. Имеется, я бы сказал, в мировом масштабе наши исследования уникальные. Но они публикованы на латышском языке, академическое издание. Они до общества не доходят, и общество, естественно. Они розданы всем школам, но мы прекрасно понимаем, что это воля каждого учителя. И формально у нас все есть, а фактически, ну, по существу, так и везде. Общество отрекается. Она не отрекается. Вот какая, вот интересно, а вот, ну, какая концепция Холокоста? Я насыплю сейчас кофе, и тогда мы с вами... Вот с Я возьму. Das bedeutet, dass ist heint ein Repressierter. Und das, als ist ein Repressierter, das hat schon nicht Geld, das hat schon all das Ding. Ist heint ist ein Held. Versteht ihr? Ja. Bei sei? Ja. Bei uns nicht. Ja. Bei uns. Bei uns nicht. Das ist nicht bei den Iden, aber bei den Meluchen. Das heißt, dass die Cholera der jeden Kommunisten haben gemutschte Helden, Patrioten von Kriegsach auf Jiddisch! Nur noch auf Jiddisch! Kriegen können sich nur ein paar richtig auf Russisch. Jiddisch kämen eichet, jetzt sich auch gewähnt. Ja, auch gewähnt. Wir vergessen die Klolles, was sie gewähnt, was schon einmal eichet. Nicht auch gewähnt, obgewähnt. Obgewähnt. Eine Tochter von alle, ja? Ja. Nu, de eerste spraak is toch gewoon Yiddish, die niet als de leer toe neemt van dat eich en de teller gaat eronder. Dat is toch de eerste spraak, dat is toch iets wat. Mij is er nog niet uit, dus die is nog... Wat wil je, Margers? Я не знаю. Kinder.
Good, Meller. Wie ist der Pies? Er ist Meier, aber der Passernummer ist er bei Marger. 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 Da. Das hat der, der Tate sehr. Das ist gewesen der Bruder Arnold und die Tochter Sophie und der ist Marger geworden. Das ist das Tate. Das ist der Operator. Ach, der Operator. Herr Operator, wir haben auch was mitbekommen davon, was ihr da gemacht habt. Du musst mitreden mit Ruta und Dorit. Ja, das ist unser Archiv von jiddischer Sprache. Ist für Archiv. Archiv von jiddischer Sprache, redet kein Wort jiddisch? Was? Ruth. Ruth ist ein Spezialist auf Holocaust und sie ist von der einzigen in Lita, was er geschrieben hat. Sie redet aber jiddisch oder nicht? Nein. Jiddisch vernehme ich sich und der Projekt ist zu filmieren auf jiddisch. Aha. Wir haben nach allerlei Projekten. Der Projekt, was wir sind gekommen in Latvia, was wir schneimen, das ist und was nicht schneimen, aber wieso wir das filmieren, wir nehmen auf, wir sind nicht kein Puristen. Nicht kein Schneimen, da. Nicht schneimen, wie alle Iden da sagen. Iden, das reden Jiddisch und sagen schneimen. Nehmen, aufnehmen. Ja. Warte, was aber gewollt fragen. Ruth, мы что-нибудь пол... Нет, подожди. Или вам видео? Нет, у нас этого самого интернета нету. Значит, только в лучшем случае видео. Или какую-нибудь фотографию. Ой, фотографии-то, конечно. Так вот, фотографии, пожалуйста, потому что... Я попрошу написать адрес. Да, пожалуйста, я вам скажу адрес. Давай. Потому что фотографии я коллекционирую. Подожди, я пройду вот тут. Нет, я там возьму. Давайте пойдем. Да? Да. А, Кенза. Нет. Так и мы нашли.